So, wie sieht es aus? Am 29. November stimmen wir also über die Initiative für verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt oder kürzer Konzernverantwortungsinitiative oder ganz kurz COVI ab. Ich persönlich bevorzuge ja den Namen Fähnli-Initiative. Ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Selten hat man schon so früh vor der Abstimmung so viele Initiativ-Fähnli auf den Balkon gesehen. Initiativ-Fähnli sind die neue Geranie. Geranie für Nichtbürgerliche, kann man fast so sagen. Alles orange, als wären die Holländer einmarschiert. Ja? Aber es war ja auch ein bisschen der EM-Ersatz von diesem Jahr. Ja? Anstatt Länderfahnen hätte man einfach so ein Initiativenfähnchen können aufstellen. Und ich freue mich auch schon auf die vielen Autokorsos, wenn die Initiative durchkommt. Schalala, Konzernverantwortung. Ah, okay. Sorry. Aber wer kommt denn die Initiative und wo hat das alles angefangen? Die Hardcore-Covid-Ultras haben sich nämlich richtig gedulden, bis so weit war, denn der Weg von der Unterschriftensammlung bis zur Urne war ziemlich verwirrend und lang. Und so spannend. Also komm, werfen wir doch einmal einen Blick auf die Geschichte der Initiative. Für das braucht man die drei Ablagen. Bundesrat, Ständerat, Nationalrat. Und bevor jetzt reklamiert, die sind nicht aus dreckigem Plastik gemacht worden, sondern aus komplett nachwachsenden Rohstoffen sind die gepresst worden. Ja? Aus Kindermehl, wahrscheinlich. Angefangen hat alles bereits im Jahr 2015. Könnt ihr euch noch erinnern an das tolle Jahr? Ja? USA hat einen besseren Präsidenten als heute. Dafür hat das SRF eine schlechtere Late-Night-Show als heute. Dort hat ein Bündnis von über 100 Organisationen und NGOs die Konzernverantwortungsinitiative lanciert und im Oktober 2016 dann die nötigen Unterschriften dazu eingereicht. Ist das wirklich die Übergabe? Oder ist das einfach die grösste Lehrerkonferenz der Schweiz? Und was läuft mit dem Typ mit dem Hut? Das sieht ein bisschen seltsam aus. Ich habe schon gemeint, Fischer-Skandal sei vorbei um diese Zeit. Um was geht's? Die Initiative will, dass Unternehmen mit Sitz in der Schweiz auch im Ausland Umweltstandards und Menschenrechte einhalten müssen. Aber auch Tochterfirmen von Schweizer Unternehmen müssen das Gesetz einhalten und könnten sonst von Schweizer Gericht haftbar gemacht werden. Das hat das Initiativkomitee alles ganz schön säuferlich aufgeschrieben und eingereicht. Schaut, so stellen wir uns das vor. Ja? Wunderbar. Das ist dann feierlich im Bundesrat vorgelegt worden. Ja? Am warmen Herbsttag 2017 hat sich der Bundesrat das Dossier angeschaut und hat dann gesagt, keine Lust. Sie haben die Initiative klar und ohne Gegenvorschlag abgelehnt und quasi Güssel hineingeschmissen. So nach dem Motto, wir haben schon unser Bankgeheimnis aufgegeben, jetzt setzen wir sicher auch nicht unsere zweite fette Geldquelle aufs Spiel. Oder wie es Frau Sommaruga so schön auf den Punkt gebracht hat. Der Bundesrat hat aber mehrmals gesagt, dass er von der Schweizer Wirtschaft erwartet, dass sie ihre Verantwortung im Bereich der Menschenrechte und der Umwelt bei allen ihren Aktivitäten wahrnimmt. Ja, ganz klar, ja. Es braucht doch kein Gesetz. Der Bundesrat hat doch ganz klar und streng gesagt, Menschenrechte einhalten, Problem gelöst. Einige Zeit später, es ist ein regnerischer Frühlingstag, ich mag mich ganz genau erinnern, im Jahr 2018, da hat der Nationalrat dann das Dossier nochmal aus der Versenkung geholt und hat so gefunden, du wüsste was, im Fall Xander überall da die orangen Fähnchen. Ich glaube, das Volk ist mega Fan von dieser Initiative. Vielleicht machen wir mal besser einen Gegenvorschlag. He? Aber weißt du, schon so ein bisschen abgeschwächt. Muss jetzt nicht alles drin sein. Ja? Einfach nicht ganz so krass. Hauptsache, es wird dann so, schau, das nehmen wir auch noch raus, das wird dann vom Volk wird dann also so angenommen. So, he? Komm, so ist doch das gut. Und mit dieser entschlackten Version von dieser Initiative sind dann sogar die Initianten selber zufrieden gewesen, muss man sich mal vorstellen. Ein klassischer Schweizer Kompromiss. Ab zum Ständerat und gut ist. Ja? So. Und der hat dann aber gefunden, nachdem er das angeschaut hat, Entschuldigung, spinnen die? Ja? Da hat sich jetzt nicht wirklich viel daran geändert. Ja? Das ist ja immer noch mega fett und ist mega mühsam zum Umsetzen für unsere tollen Konzerne und Unternehmen. Außerdem hat doch der Herr Karrer von der Economie Suisse gerade gesagt: Eine unglaubliche Bürokratie für Groß- und kleine Unternehmen und eine extrem hohe Rechtsunsicherheit, die den einzelnen Unternehmen und den Menschen in diesen Ländern ja dann gar nicht hilft. Ja, habt ihr gehört? Da hat es noch ein bisschen gewirkt, der Herr Karrer, bei der Vorstellung an so viel Bürokratie. Der Herr Karrer hat es aber nicht gern, wenn man immer Karren reinfährt. Und so hat er dann nochmal einfach so eine kleine Abschwächung gemacht, da, der Ständerat, so. Und so eine kleine Klausel da, noch ein bisschen etwas rausgenommen. Und hat dann das einfach so weiter im Nationalrat wieder weitergegeben.
Und dort ist das Dossier dann mal gelegen, bis zu einem heißen frühen Sommertag 2019. Hast du das gesehen? Wunderbarer Tag. Und der Nationalrat hat wiederum gefunden, hört, wir sollten wirklich einen Gegenvorschlag machen, ein bisschen gescheiter, weil das Volk nimmt sonst diese Initiative hier an. Ja? Aber ohne hier eure komischen Zettel, die lassen wir auch schön weg. Und dann hat er das schon recht in Mitleidenschaft gezogen und einst wunderbare Dossier wieder im Ständerat ins Postfach hineingeschmissen. Im August darauf ist unsere Bundesrätin und Justizministerin Karin Keller-Sutter, a.k.a. Klassenbeste, Hashtag Streberin vom Bund, ein bisschen zu viel wurde das alles. Und sie ist mit ihrem eigenen Gegenvorschlag dazwischen gefunkert. Hm? Der Ständerat war begeistert. Wow, schau mal, so dünn. Keine mühsamen Gesetze und Haftungsregeln mehr. Unternehmen müssen jetzt einfach nur noch einen Bericht schreiben, ob sie sauber arbeiten. Das heisst im Klartext, keine Klagen, keine Sanktionen, höchstens Strafhausaufgaben. Also ab damit zum Nationalrat. Ja, mit dem geilen Gegenvorschlag von der KKS. Der Nationalrat hat sich das angeschaut und hat dann aber gemeint, Moment, jetzt ist erst mal Weihnachten und Neujahr und Festtag und so weiter. Erst mal wieder nüchtern werden, wir warten ein bisschen. Und dann, am 31. Januar 2020, der Nationalrat hat sich den Vorschlag angeschaut, seine Stirn gerunzelt und hat gesagt, gut, der ist jetzt aber schon ein bisschen komplett anders als der Originalvorschlag. Ich glaube nicht, dass so die Initianten ihre Initiative zurückziehen, wegen dem. Ich glaube, wir bleiben bei dieser Version. He? Was meint eigentlich der Ständerat dazu? Und langsam wird es wirklich echt verwirrend, sogar für Karin Keller-Sutter. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihre Zeit so strapaziere, aber es ist etwas kompliziert. Ja, ein bisschen kompliziert ist denn. Und dann im März 2020. Was ist passiert? Corona! Und keine Sau, mich hat es interessiert, irgendeinen komischen Vorschlag, sondern hätte mal selber müssen schauen, dass er genug WC-Papier daheim hat. Aber weil man in diesen harten Zeiten eher zusammenrücken muss, hat man dann im Juni 2020 eine Einigungskommission zwischen Nationalrat und Ständerat gegründet. Ja? Hat die zusammengerufen und die haben sich dann für einen sehr, sehr leichten, soften Gegenentwurf entschieden. Also das alles raus, das muss man auch alles rausnehmen, da ist alles zu viel, das kann man doch nicht umsetzen. So, ja? Für diesen Entwurf haben sie sich dann entschieden. Die Initianten sind natürlich entsprechend enttäuscht gewesen und sind deswegen mit ihrem ursprünglichen, wunderbaren, schön ausgeschaffenen ursprünglichen Vorschlag in Abstimmungskampf hineingezogen.